Ja, wir sind im Match 2, nachdem der Patrick das erste aufgrund von Mulligans, würde ich fast sagen, verloren hat. Oder zumindest das dritte Spiel. Ja, ich meine, das ist bei Infect normal. Ja. Es hat mal halt ein Turn gefehlt im dritten Spiel, ich habe halt auch 4 gemulligant. Kann so ausgehen in Wirklichkeit. Und wir haben noch keinen einzigen Monastery Mentor gespielt in 3 Spielen, aber dafür genügend Lingering Souls und Sorin. Die auch ziemlich gut für mich. Und das Deck besteht nicht nur aus Mentoren, sondern eben auch aus dem Rest. Und wie man sieht, mit sowas kann das Deck halt dann auch mitspielen. Schauen wir, was der Patrick jetzt bringt. Ich spekuliere auf Mono-Rot, weil das so seine Farbe ist, aber wir werden es nicht erfahren. Also ihr werdet es vor mir erfahren, wer wird sicher wieder einblenden. Genau, ich blende jetzt Deckliste ein. Es ist nicht Mono-Rot. Das sag ich jetzt einmal. Ja, dann ist es Rot-Weiß-Agro oder irgend so. Das ist Affinity. Nein. Na gut, dann lassen wir wie immer die höhere Anzahl entscheiden. Ha, diesmal glaube ich, werde ich beginnen. Ha, genau, genau so ist das. Das ist meine Startpfote. Ich würde noch nicht sagen, ob ich sie behalte, aber schau mal, was der Kollege sagt. Ich hab das. Die Frage ist, ob man das wirklich spielen will. Ich mache halt effektiv ab Turn 3 etwas, würde aber gerne ab Turn 1 bis 2 was machen. Aber wie immer, damit man sieht, wie das Deck spielt, auch mit suboptimalen Händen, wenn wir das behalten. Ja, ich auch. Du. Auch um zu zeigen, wie man unspektakulär mit suboptimalen Händen spielt. Go. Treetop Village. Mhm. Gut, wenn man das nachzieht, dann weiß man, wer hätte es mal gehen sollen. Bitteschön. Mhm. Nobel Hierarch. Murmuring Bolgsk. Du bist. Das ist ein Doran-Deck. Ich freue mich irrsinnig. Ja, mal fetzen und auf 19 gehen. Bitte darum. Ich hoffe, es ist ein Doran-Deck. Das haben wir noch nicht. Ich bin so frei, einen Tab schon einmal. Bitte, ja. Ist dir freigestellt. So. Vielleicht machst du das so, dass sind die Leute in den Friedhof. Cool eigentlich. Dann werden wir mal eine Mentor spielen als Premiere. Bitte. Und bitteschön. So, dieser Mentor ändert natürlich jetzt ein bisschen unseren Gameplan, weil wir den, glaube ich, einfach nicht am Table haben wollen. Mal für 3 fetchen. Ein Godless Shrine. Mhm. Bald wieder glitzert, weil er glitzert. Es geht. Abrupt runterfallen lassen. Ach, das ist ja kaputt. Und einen Tamagriff nachlegen und dann Griff an. Das ist natürlich nicht so fein. Überhaupt, wenn man solche Sachen anzieht. Der Tamagriff dürfte ein 3-4er sein. Korrekt, ich habe da einen Reminder-Würfel hingelegt. Dann geht's weiter. Dann würde ich gern attackieren.
Ich würde gerne mal diese zwei Kollegen wegtappen. Dann sind diese zwei Kollegen getappt. Nichts mehr dagegen machen können. Dann werden wir für 1 fetchen. Und dich dann für 3 saugen. Mhm. Das Saugen machen wir dann nachher, wenn die Kamera abgedreht ist. Bitte nicht grauslich werden da, gell? Was haben wir denn da auf der Hand? Jetzt haben wir ein recht herbes Problem. So wie es ausschaut. Da ist meine basische Insel. Und dann bist du. Die enttappen nicht, sehe ich das richtig? Doch, doch, die enttappen nicht. Ah, die enttappen mich. Na dann! Das wird jetzt alles leiwand. Ja, also, zu meinen Draw-Steps sei gesagt, sie sind interessant. Meine nicht so. Ich würde gern in den Erklär-Attacker-Step gehen. Dann würde ich gern diese zwei Kollegen tappen und das im Flashbacken. Gut, dann würde ich gern dich mit dem für 4 hauen. Das wird passieren. Dann werde ich noch ein Stegen Wildwood nachlegen und groß sagen. Wenn es um nichts geht, fetchen wir das auch gleich weg. Sicher. Ich hätte mir dasselbe gezogen. So, hast du die Flut, oder was? Ein bisschen. Ja, da fühle ich mich mit meinem Land draußen nicht so schlecht. Gewinne ich? Wahrscheinlich. Ja! Bitte leicht zu erfahren. Haben wir einen Soren? Ist okay. Der wird sich einen Bier machen. Bitte darum. Wups, fliegt. Ja. Und dann geht's weiter. Also hoch werden wir noch nicht mehr gewinnen. Wäre schon schockiert, wenn du überhaupt noch gewinnst. Für 1 fetchen. Ich bin so frei und heb nicht ab. Das ganz unten liegt das Spellskite, wir beide wissen es. Dann werde ich den aktivieren und den aktivieren, dann möchte ich gerne hauen gehen. Der macht 4 Schaden, der macht 3 Schaden. Die machen beide 3 Schaden, die haben beide 3 vorne. Dann wären wir. Der hat auch 3 vorne, der hat 4 vorne. Also. Das Village wollen wir kaputt machen. Ist okay. Und. Alles auf dich. Einen 3er werden wir blocken und 7 Schaden nehmen. Passt. Dann ist dein Zug. Ja, mit dem und 3 Snapcastern werden wir nicht mehr gewinnen. Und ja, werden dann wohl ins zweite Spiel gehen. Passt. Mhm. Gut, wir sind Spiel 2. Ich werde probieren, eine Hand zu nehmen oder besser zu Mali gehen, weil wir jetzt wissen, wogegen wir spielen. Ja, ich war mit meiner ersten Starthand, wie der Christoph sie auch gesehen hat, nicht unzufrieden. Mit Hirach, Tamagolf und Seedrino plus Removal. Ja, das kann man schon nehmen. Das werde ich wohl immer nehmen, wenn ich sowas habe. Insofern will ich einfach sowas wieder und einfach 2-0 gewinnen. Muhahaha. Du fängst an, gell? Ich beginne wieder. Mhm.
einmal zu mehr zeigen. Steht wieder für eine Entscheidung. Wir werden das aber jetzt wegmalen, obwohl wir das und das haben. Aber uns fehlt halt einfach, kann ich euch so sagen, das blaue Mana, und ohne blaue Mana brauchen wir nicht spielen. Sehr gut, mir fehlt nämlich überhaupt Mana. Also mit einem Land mehr hätte ich es gekippt. Also wenn. Wenn Feldland, aber sowas. Ich kann sagen, es war ein Snapcaster. Wenn der Snapcaster ein Monastery Mentor gewesen wäre, hätte ich die Hand behalten. War ein Hard einfach. Okay. Na, bei mir hat einfach ein zweites Land gefehlt, mit einem zweiten Land und einem Fetchland dazu, weil ich hatte halt nur eine Tree Top Village. Kippe ich schon, weil dann habe ich halt genug Interaktion in den ersten drei Zügen, dass ich sage, da habe ich Zeit, um was zu ziehen oder halt einfach einen Gameplan zu haben. Hüllen, neue Doubles lief, alles ein bisschen schwieriger. Jetzt gehen beide auf 6. Jo, damit es fair bleibt. Das geht, das wird in die Geschichte von Deckwars eingehen, als der Deckwars mit den meisten Mulligans. Ja, das kann sein, ja. So. Ich hab das. Die Frage ist, ist die 5er Hand besser als das? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ist die 5er Hand stärker. Wenn das ein Land wäre, oder das ein Land wäre, könnte ich behalten. So wäre ich das wahrscheinlich. Nein, wir werden das behalten. Wir werden das einfach jetzt probieren. Passt. Du? Ich auch, ja. Bei mir ist das ähnlich. Die Hand ist, ihr habt es gesehen, nicht. Der fehlt eine Hauptkomponente, aber es, der Rest von den Spells ist okay und ich werde schon was machen, ja. Okay, auf 18. Wie viel? Cool. End of turn, wenn ich selber was rauskam. Grave, Grave, Draw. Mhm. Hälfte des Decks in die Hand nehmen und den runterfallen lassen. Abrupt verfallen. Mhm. Sicher. Fangen. Und einen Baum legen. Passt. Dann bist du. Warum ich jetzt nicht das gespielt habe, obwohl das mit dem potenzieller gefährlicher ist, liegt einfach daran, dass der Christopher ja auch Discard spielt und ich den nicht discarden will. Seelenspiel. Okay. 1-2. Passt. Ich gehe in den Friedhof. Dann Land. Bitteschön. Angriff. Die 5 werden wir mal nehmen. Seelen spielen. Mhm. Meine schon knuffig aus, wenn du jetzt das weißt. Und noch ein Land legen. Jetzt sehe ich die Frage.
Living the 4. Können wir jetzt das machen? Können wir nächste Runde das und das machen? Ja, jetzt nehmen wir noch einen Schaden und schicken noch einen noblen Rachen. Mhm. Bist du. Wieder abheben. Ich meine, ich relativ wurscht. Da resigniert er schon. Ich würde mal für 6 einen Tarsicus spielen. Ja. Und bitteschön. Drei Handkarten. Mhm. Feeling of Dread kostet 3 zum Hardcasten. Feeling of Dread kostet 2. Zum Hardcasten? Ja. Und 3 aus dem Friedhof, oder? 2 aus dem Friedhof. Echt wahr? Okay. Na dann würde ich gerne in meinen Declare Taker Step gehen. Bitteschön. So? Den Baum exilieren. Den Baum exilieren? Das ist natürlich gemein. Dann ist der Baum exiliert. Und dann würde ich 2 Schaden nehmen. Ja. Dann würde ich gern den da exilieren. Zum Land hinaus. Und noch die Tokens Flashbacken. Jo. Bist du? Abheben? Sicher, du schummelst ja. Bitte. Hat einfach meinen Baum exiliert. So ein Schweindel. Ich würde mal sagen, das erste, was wir machen, ist ein Monastery-Mentor spielen. Mhm. Und dann einmal Lingering Souls Flashbacken. Das triggert unser Mentor. Der Mönch. Ja, kann ich eh nicht dazwischen reagieren. Kommen. 2 Geister und dann den noch ein Land. Okay. Und go. So ist es also, so willst du das spielen, verstehe. Ja, dann werden wir ihn auch exilieren. Das heißt, wir haben genügend Länder mittlerweile. Eine Handkarte? Mhm. Gut. Ah, da kommt er selber, der Kollege. Plus und Angriff. Puh. Der ist gut, du hast vollkommen recht. Schauen, dass ich nicht verstehe. 2, 4, 6, 8, 10. Noch bist du nicht tot. 10. So, ein Blocken. Okay. Kriegst du 8 Schaden, ich krieg 10 Leben. Jo. Jetzt ist das. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ja, da schreit er schon.
Dann bist du. Ich muss kurz überlegen. Könnt fälschen. Aber irgendwie zu erwarten. 1, 2, 3. 4. Triggert natürlich unser Mönch. Und dann werden wir dasselbe machen. Also die gehen einmal fix auf den Sorin. Dann hast du 4 Schaden. Ja, es gehen nur die 5 Schaden auf den Sorin und der Rest bleibt zu Hause. Passt, dann ist der Sorin gestorben und du willst 5 Leben. 1, 2, 3. So. Gerechtet haben wir. Und dann ein Tapit. Und go. In deiner Upkeep, warte, oder? In Upkeep? In deiner Upkeep? Was machen wir kaputt? Werden wir den Swamp kaputt machen? Also, das ist ein Großquote. Ja. Die hoffen darauf, dass er keinen Swamp mehr hat. Das nur als Warner ist und wir ihm so mit seinem Sea Trainer versauen. Oder potenzielle Darsigur oder noch mehr Bäume. Im Upkeep vorm Drawstep. Natürlich, ne? Weil das hätte ich gezogen. Ja, ja. Das gibt's ja nicht, ich weiß, dass ich nicht Brains im Deck habe. Wieder, weil die Schweinereien lassen wir nicht davon sitzen. Ja. Schwarz-Grün ist wahrscheinlich besser. Schwarz-Grün. Für 3 oder was? Alles. Alles ist vielleicht drin. Aber nichts. Aber das ist unnötig, aber egal. Eigentlich werde ich das nicht für 3 machen, weil ich das eh nicht brauche. So. Jetzt werden wir gleich einen Judge rufen. Okay, bitte. Nein, nein, lass. Die 2 Leben, glaube ich, machen es nicht aus. Nicht unbedingt, ne? Wir haben noch immer Leibling und plus. Ja. Nun. Das ist richtig. Der Sorin verstirbt wahrscheinlich trotzdem. Das ist auch richtig. Aber wir nehmen noch das Street of Village mit. Passt, dann stellen die 2 Token, das Street of Village. Krieg ich wieder 4 Leben. Kriegst du 4 Leben. 2, 3, 4 und das Orin ist tot. Kaputt. Passt. Dann bist du. 12 zu 25, nein. Wenn ich die doppelten Leben habe, darf ich auch die doppelte Anzahl an Kreaturen haben.
weil es nicht ganz stimmt. Leider. Wir haben einen Tarpit aktivieren. Ja. Und vorbeischauen für 3. Ja. Kommt noch was? Und dann geht's weiter. Ja. Dann bist du. 1, 2, 3, 4, 5 und du 1, 2, 3. So. Es gibt schon Karten, die etwas helfen würden, aber die sind da gerade nicht so dabei. Bitte schön. Genau 7. Jetzt aktivieren den Tarpit. Mhm. Blocken das Reno. Mhm. Und nehmen 5. 3, 4, 5. Nein. Doch. Oh ja, 3, 4, 5, 4. Mhm. Dann bist du. Eine Karte. Die geht auch. Echt wahr? Die geht, ja. Nein, wie gibt's das? Also doppelt. Wie ist das? Top-Dings. Bitteschön. Doppelt-Up-Dings. Nein, das bringt nichts ein. Will ich gerade angreifen. Feeling of Dread? Ja. Feeling of Dread? Ah, es reicht halt ein Seed-Trainer, reicht halt und die Sache hat sich erledigt. Ja, aber das habe ich gerade nicht, insofern sage ich weiter. Die Frage ist, wie lange du das durchhältst. Dieses Spektakel. Nicht so lange, glaube ich. Ich werde bei Gelegenheit fetchen. Wir können uns ja leisten. Ja, es ist leider vorbei. Ich habe zwar einen Snapcaster gezogen. Mit dem könnte ich das Seedrino exilen und den Doran blocken. Aber 2 Schaden kommen halt immer noch durch. Ich habe einen Sotzis noch auf der Hand, was irgendwie nichts mehr so macht. Gut. Das haben wir gesehen. Ich kann das präsentieren. Ich hätte noch mehr Länder gehabt. Ja? Es wären Länder gekommen. Also ich habe jetzt, hätte jetzt geschafft, aber das wäre mein normaler Drawstep gewesen. Mhm. Wäre es nach dem Ziehen mein Drawstep gewesen. Wäre. Ja. Also verloren, das geht schon in Ordnung. Ja, ich habe jetzt, ich meine, ich habe relativ gut gezogen, muss man sagen. Ich hatte zwar immer wenig Länder, dafür halt sehr viele Threads, was natürlich das gerne ausgleicht. Ich habe halt immer die Glück gehabt, dass ich zu, mehr oder minder sofort den Monastery Mentor töten habe können. Mhm. Sogar das eine Mal, wo er nur diesen einen Token gemacht hat, war er ärgerlich. Und ich glaube, also, wir machen ja noch eine Conclusion. Na dann, hört ihr das in der Conclusion. Wir sind zurück zum Conclusio des ganzen Deck Wars. Wir haben den Deckcheck mit den meisten Mulligans. Den Hammer. Den Deck Wars. Den Deck Wars mit den meisten Mulligans. Ja, wahrscheinlich. Und das Deck Wars Deck hat es noch immer nicht geschafft, alles zu gewinnen. Nein. Ja. Ja, ich finde es gut, dass nicht alles gewonnen hat, weil das heißt, ich habe nicht alles verloren. ja, das Infect Matchup, glaube ich, hat man gesehen. Das ist, glaube ich, generell, also Infect hatte nie ein ungewinnbares Matchup, aber generell glaube ich, dass es gegen dich eher schlecht ausschaut, weil halt Lingering Soul ist nicht toll, viel Spot Removal ist nicht toll, du hast dann noch Hand Destruction, das ist auch nicht toll, also da bist du sicher im Vorfeld, auch wenn ich mich halt im letzten Game mehr oder minder fast zu Tode gemulligant habe und dann trotzdem nur knapp verloren, aber ja, das, so ist es halt. Ja, ja, und das Doran-Deck oder das Junk-Deck jetzt, es gibt ja auch ohne Doran. Ja, also meinst du halt ein Doran-Junk mit halt wirklich 4 Dorans und halt keine Liliana, sind sie ein bisschen aggressiver. Was gegen dich sicher besser ist, weil Lili, wenn du Tokens an Bord hast, ist halt nur halb so richtig interessant. Ja. Und mit Feeling of Dread und Lingering Souls. Genau. Kann man halt gut dagegen spielen. Ich habe halt, glaube ich, insofern Glück gehabt, dass ich halt immer deinen Monastery Mentor sofort
zerstören habe können. Ja. Der hat maximal einmal einen Token gehabt. Weg, ja. Und das ist halt schon das Entscheidende. Ich glaube, wenn der eine Runde liegt und du halt zwei, drei Tokens machst, dann schaut das schon ganz anders aus. Ja. Was man halt auch gesehen hat, das ist mir so nicht aufgefallen in den beiden Matchups schon. Ich habe beides Mal Geist auf den Draft ausgebreitet, weil er halt wenig bis nichts gemacht hat. Ich meine, gegen Infect wäre vielleicht noch eine Glock gewesen, aber da kannst du dich einfach nicht austappen so. Ja, wenn du dich Turn 3 für das austappst, für eine Bodenkreatur, verlierst halt. Kannst schon vorbei sein. Und gegen das Junk-Deck, da war er einfach immer schwächer als jede Kreatur, die du an Bord gehabt hast. Und von daher, also das sind vielleicht so die Sachen, über die man überlegen muss, ob man die Geist nicht wirklich jetzt droppt, so leid mir das tut, aber er macht halt zu wenig. Wie man gesehen hat, Feeling of Dread ist immer gut. Ja. Sorin ist immer gut. Ja. Der Sorin im zweiten Spiel hat ja wirklich meine Mathematik kurz zusammengehauen, weil ich mal überlegt habe, ah, du bist fix tot und dann hast du selber den Sorin, killst meinen Sorin, bist wieder auf genug Leben, sodass der Siege-Rune halt nicht reicht, das störst mir sogar noch das schwarze Land. Ich meine, dass ich dann halt das Fetchland draufreiß, war halt auch lucky, aber... Egal, es ist halt... Es waren sicher einige Plays, aber die nicht jeder so gespielt hat, die könnt uns das natürlich auch gerne sagen, was ihr anders gemacht hättet. Ja, wir schreiben auch euch, wir reagieren auch gerne darauf sozusagen. Ja, also der Patrick reagiert darauf, ich reagiere da nicht drauf. Ja, oh ja, nein. Du brauchst immer länger. Es ist, wenn ich nicht will, will ich nicht. Also schaut's beim Patrick zu, dass euch aufregt bei mir. Ja, aufregen, man kann ja über was vernünftig diskutieren. Also im Endeffekt ist das Deck noch immer cool. Das ist natürlich im Wandel, weil... Es gibt ja noch keine effektive Liste. Ich weiß nicht, wie es in Japan derzeit ausschaut. Ich habe mich da zu wenig informiert gerade. Ich werde auf jeden Fall mit der Liste weiterarbeiten. Vielleicht gibt es ein, zwei von euch, die das auch gerne spielen wollen. Der Patrick hat mir vorher gesagt, er findet das Deck auch nicht so schlecht. Ich finde das Deck cool und ich habe sowas Ähnliches letztens jetzt beim PPTQ in Linz sogar gesehen. Also, und auch auf deinem Deckcheck hat einer geschrieben, dass er es nachgebaut hat und jetzt spielt und damit coole Ergebnisse hat. Also ich glaube halt, dass das wirklich ein gutes Deck ist und das halt, wenn man den Stil mag, das auch wirklich empfehlen kann. Ja. Weil es kann schon mitspielen mit allen. Ja, also es ist auch so, wie das Infekt, es hat halt kein grässliches Matchup. Das habe ich im Artikel auch gesagt, also ich habe noch kein Match gesehen, wo ich wirklich sang- und klanglos untergehe. Ich meine, jetzt gegen das Junk war es natürlich schlecht, aber man muss sagen, die Draws waren halt auch wirklich super optimal. Ja, und meine waren halt meistens mit zwei, drei guten Removal gesegnet, plus halt einer Glock. So gewinnt man halt mit Junk. Ja. Und ich würde das Deck noch immer weiterempfehlen. Man muss sich halt mehr damit beschäftigen, man muss am Meta anpassen. Das ist so meine Erkenntnis überhaupt der letzten 3-4 Wochen Modern spielen. Je besser du dich mit dem Meta-Game auskennst, desto besser ist dein Deck. Das ist sicher so, ja. Gut, wir sehen uns dann nächstes Monat wieder. Mit Deck Wars. Wir sehen uns, mit Deckcheck sehen wir uns sowieso jede Woche. Wir sehen uns mit einem... Magic Talk über die Pro Tour. Genau, sehen wir uns dann heute in einer Woche. Reden wir über die Pro Tour. Ja, und sonst gibt es auch immer wieder Content. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Ihr könnt wie immer liken, subscriben und kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Das Ciao-Papa ist dein Standardsatz. Ja, ich sag ja so im echten Leben oft Ciao-Papa. Echt? Ja. Ja, weil mich schimpfst du immer. Ja, nicht. Du bist doch du. Ich meine, es ist ja... Nein. Wo drückt man den ab? Da hinten die zwei Schalter.